Wir sind angekommen in unserem Ferienhaus in Holland und zwar in der Nähe von Tilburg in Mörgestel oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja. Und ich weiß nicht, ich dachte mir, ich mache vielleicht mal kurz hier eine Hausführung oder möchtest du die machen? Nee, mach ich du. Also das hier ist auf jeden Fall unser Schlafzimmer. Wir haben hier ein großes Doppelbett und ein zusätzliches Bett, warum auch immer. Das ist für Irgendwie mich dann. überall, So, wo hier ich und in letzter hier. Zeit hinkomme, sind drei Betten da. Ja. Genau, hier haben wir schon einen großen Schrank. Hier habe ich schon mal meine Poolsachen, weil wir gehen jetzt gleich in den Pool. Vielleicht magst du mir die mitnehmen. Hier. Dankeschön. So. Dann hier geht es zur Garage. Dann haben wir hier die Küche. Hier, ich weiß nicht, hier habt ihr schon alles entdeckt, oder? Das hier ist die Fritteuse. Oh, hoppala. Alter Schwede, das will ich auch zu Hause. Ja, hier haben wir alles. Zwei Öfen, okay. Dann ist schon eingekauft fürs Grillen heute Abend. Oh mein Gott, ein Pantomimen-Clown. Das hier ist der Eingangsbereich. Ich muss mal kurz schauen. Genau, hier ist noch ein Klo, eine Toilette. Und hier geht's nach oben. Da gehen wir nachher noch kurz hin. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder hier in den Eingangsbereich. Hier haben wir einen großen Esstisch. Dann haben wir hier um die Ecke das Wohnzimmer. Das ist auch ziemlich cool. Auf jeden Fall schön hell. Hier mit Klavier. Da kriegen wir vielleicht noch was vorgespielt. Mal gucken. Ja, hier mit schönem Kamin. Also echt, ja, echt schick gemacht hier. Kann man es, glaube ich, aushalten, so ein bisschen. Eine Woche lang. Geht schon. Oh, da hängt ein Tesa da oben, warum auch immer. Okay. Dann gehen wir jetzt von hier in den, ich habe keine Ahnung, Bereich. Hier ist ein Billardtisch und nochmal ein Tisch. Ich nenne es jetzt mal Salon. Keine Ahnung. Und von hier aus kann man auch nach draußen auf die Terrasse gucken. Da gehe ich auch gleich raus. So, und dann schauen wir jetzt mal, ob wir den Pool irgendwie filmen können. Jetzt gehe ich mal hier durch. So, dann haben wir hier noch einen Billardtisch, Quatsch, einen Tischtennistisch. Da drin ist ja der Billardtisch. Dann haben wir hier noch gemütliche Liegen. Und was auch ganz cool ist, aber leider momentan kaputt, hier ist der Whirlpool. Der wird gerade repariert. Ja, leider ist der etwas angeschlagen. Irgendwie, Moment mal, die Linse ist irgendwie dreckig. So, sieht man mich jetzt besser? Okay, also auf jeden Fall. So, ich schau mal hier. Gibt es schon das. Tschö, ich habe schon Bier gefunden. Ich weiß Ja, nicht, wo das herkommt. das ist schön. Hallo. Hallo. Ich glaube, das ist unser Vermieter. Okay, ja, aber. Wahrscheinlich geht es um den Whirlpool. So, Ja, dann kann ich jetzt auf jeden Fall hier kurz auch mal den Pool zeigen. Okay, und das Coole ist, der ist beheizt, also nicht wirklich beheizt mit einer Heizung, aber es gibt eine Folie, die man hier drüber legt, die war vorhin drauf und das wärmt den Pool halt schön auf und das finde ich ziemlich cool. Und ja, ich werde da mal nachher gleich reingehen und werde mal schauen, wie die Temperatur so ist. Ich versuche jetzt mal in den Pool zu gehen, mal schauen. Oh, das ist ja wirklich warm. Teilweise? Nee. Ja, teilweise. Wieso? Da hinten ist es wieder kalt, oder wie? Jetzt ernsthaft? Da hinten sind Eiswürfel. Ja, ach so, okay. Also ich will nicht zu den Eiswürfeln, aber hier ist es noch angenehm. Ja, okay, es ist frisch, aber es ist nicht kalt. Findest du? Ja, aber da war halt die Außentemperatur. Ja, da war die Außentemperatur viel, viel wärmer, ja. Genau. Also, So. Ich finde in Kroatien war es deutlich wärmer.
Ja, okay, es ist ein bisschen. Puh. Naja, aber so warm ist es. Also, so, okay, also wir probieren es jetzt mal. Mir ist kalt. Oh, okay, nein, es geht. Es ist nicht kalt. Es ist nicht so kalt. Also es geht wirklich. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Weil manchmal, man kann ja sogar stehen. Also, es ist überhaupt nicht kalt hier hinten. Es ist wirklich super angenehm. So, ich weiß auch nicht, hier wird irgendwie eine Hüpfburg oder sowas aufgebaut gerade. Keine Ahnung. Okay, also ich werde jetzt ein bisschen schwimmen und ich glaube für heute ist der Plan noch, dass wir grillen. Mal gucken. Und ja. Und am Morgen gibt es Programm. Ich habe nur keine Ahnung, welches. Ich lasse mich überraschen.